Die Datenpolitik in Deutschland und der EU ist extrem auf Wirtschaft ausgerichtet. Also man will neue KI-Startups haben, man möchte, dass bestehende Firmen KI verstehen und das Internet of Things und all dieses Zeug. Datenpolitik ist darauf ausgerichtet, dass das passiert. Und deshalb ist so die Politik der Regierung gar nicht unbedingt die verlässlichste Größe, um das Gemeinwohl in der Datenpolitik zu sichern. Gemeinwohl selber ist als Begriff auch gar nicht so einfach zu packen, denn bedeutet Gemeinwohl, dass es irgendwo Code gibt, den ich mir runterladen kann und auf meinem eigenen Server, wenn ich ihn habe, ans Laufen bringen kann, wenn ich die technischen Skills habe. Was genau bedeutet denn Gemeinwohl im Digitalen? Bedeutet es einfach, es ist verfügbar für wenige? Oder haben wir ein anderes Verständnis von Gemeinwohl? Das wäre halt mal auszuformulieren, das zu machen. Aber wenn wir uns das mal zusammendenken, dann sehen wir ein ganz grundlegendes Problem für das Gemeinwohl in der Datenpolitik. Und das ist, wenn wir digitale Projekte fördern, ob es aus der öffentlichen Hand ist, ob es durch irgendwelche Stiftungen passiert, dann machen wir das immer in so einem Projektkontext. Das heißt, ich überlege mir irgendein kleines Ding und dann kann ich dafür Geld beantragen oder Förderung beantragen für eine gewisse Laufzeit. Das ist sehr, sehr häufig geht es darum, dass man irgendwie halt so eine neue Idee auf die grüne Wiese hinbaut. Da macht man dann Hackathons und es gibt viel Pizza und Mate und am Ende hat man dann eine schöne Veranstaltung, alle stellen ihr Projekt vor. Und das macht als Entwickler und Entwicklerin wahnsinnig Spaß, weil man kann so mit der neuesten Technologie rumspielen und baut irgendwas ganz Cooles und dann kriegt man auf die Schulter geklopft und dann ist man auch durch damit. Und dann geht man wieder zurück in seinen Job oder ins Studium oder macht irgendwas anderes. Diese Denke, dass man Dinge nur als Projekte beschreiben kann, die halt einen Anfang und ein Ende haben. Projekte haben per Definition quasi immer ein definiertes Ende, ist, glaube ich, ein grundlegendes Problem für das Gemeinwohl oder die Art, wie wir Gemeinwohl an der Datenpolitik ausrichten können. Gemeinwohl muss auch immer nachhaltig sein. Gemeinwohl kann nicht bedeuten, dass wir irgendwie immer wieder Kurzprojekte starten, die dann niemals zu irgendetwas führen. Das heißt nicht, dass jedes Projekt auch immer ein 100 Jahre währendes Ding sein muss. Aber wenn ich jetzt etwas anstoße, mit dem man potenziell vielleicht etwas lösen kann, was aber in 2 Jahren niemand mehr ins Laufen bringen kann und auch niemand betreibt so richtig, dann ist das, glaube ich, keine sehr nachhaltige Art und Weise, ein Gemeinwohl zu fördern oder auch ein Gemeinwohl zu sichern. Das heißt, wenn wir Gemeinwohl sichern wollen in der Datenpolitik, dann ist das etwas, wo wir alle unser Denken verändern müssen und es sind politische Forderungen und politische Anforderungen gießen müssen, die wir eben an unsere Politikerinnen und Politiker, an Stiftungen und an uns selber irgendwie richten müssen. Das bedeutet als erstes vor allen Dingen, dass wir aufhören, ständig in dieser Projektförderungsdenke festzusitzen und immer wieder neue Projekte zu bauen, die dann nach einem halben Jahr weggeschmissen werden und dann bauen wir im Jahr dasselbe Ding nochmal, nur mit einer anderen Technologie oder mit einem anderen Team. Es ist extrem wichtig, dass wir diesen technischen Organisationen oder nennen wir sie jetzt mal Projekten, viel Infrastruktur anbieten, die eben so eine nachhaltige Laufzeit auch überhaupt ermöglichen. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass es eine Organisation gibt, die sie unterstützt darin, Abrechnungen zu machen und diesen ganzen Personalkram, den man braucht, wenn man etwas längerfristig aufbauen möchte und längerfristig im Betrieb halten möchte. Und ich glaube, ein ganz großer Fehler, der in ganz vielen dieser Dinger gemacht wird und die auch dem Gemeinwohl nicht zuträglich sind, ist, dass wir in diesen Entwicklungsprozessen, die wir dann anschieben mit ein bisschen Geld, häufig ohne Stakeholder arbeiten. Das heißt, wir haben so einen Haufen von weißen Mitteleuropäern, die plötzlich ein Problem in Afrika lösen wollen, ohne dass sie aus Afrika kommen, ohne dass sie das Problem kennen. Sie glauben, ein Problem zu kennen. Das heißt, dass eine nachhaltige Datenpolitik, die das Gemeinwohl fördert, richtet sich darauf aus, dass mit Betroffenen langfristige Strukturen gebaut werden, die auch sicherstellen, dass das, was man dann erarbeitet hat, langfristig betrieben werden kann und langfristig wirklich allen auch zum Zugriff steht. Und das wäre, glaube ich, so eine Art und Weise, wie man ein Gemeinwohl in der Datenpolitik sichern kann.